Einen wunderbaren Montagmorgen wünsche ich euch wieder. Ich bin ganz sicher, du schaust schon wieder in diese Woche hinein, voller Erwartung, dass Dinge geschehen, die dir weiterhelfen, vorwärts zu kommen, die neue Zeit besser zu meistern als vielleicht bisher. Ich habe vor etlichen Jahren in Amerika einen Vortrag gehört, der hat geheißen: What got you here won't get you there. Auf gut Deutsch, was dich bis hierher gebracht hat, wird dich nicht dorthin bringen, wo du gerne hinkommen oder sein möchtest. Es gibt im Leben eines Menschen immer, immer einen Punkt, wo er draufkommt, dass das, was er bisher gedacht hat, geglaubt hat, nicht wirklich das ist, was ihn dorthin bringt, wo er gerne sein möchte. Und ich habe mir jetzt diese Woche daran erinnert, dass das vielleicht eine Botschaft ist, die genau in dieser Zeit, in der jetzigen Zeit, sehr, sehr wichtig ist. Es gibt viele Menschen, viele Unternehmer, Führungskräfte, die freuen sich darüber, dass die Wirtschaft wieder etwas sich normalisiert oder auch nicht und versuchen mit dem alten Denken in dieser neuen Welt vorwärts zu kommen. Was sich bis jetzt erfolgreich gemacht hat, wird wahrscheinlich nicht das sein, was dich jetzt weiterbringen wird. Du möchtest auf die nächste Ebene. Du versuchst das vielleicht mit deinem bisherigen Denken. Du sagst dir, es hat ja auch in der Vergangenheit funktioniert. Naja, wir haben eine neue Zeit. Du glaubst vielleicht immer noch, härter arbeiten zu müssen, wenn man mehr erreichen möchte. Und es führt dich zu immer mehr Stress und neuen Problemen. Ja, du kommst immer mehr weg von dem, was du eigentlich willst. Warum wohl? Weil wir werden uns ein paar Gedanken machen zu diesem Thema. Wir gehen in eine neue Zeit, mein Freund. Vergiss es nicht, das alte Denken vor Corona zum Beispiel war dort auch schon überaltet. Veraltet, das alte Denken wird dich jetzt nicht wirklich weiterbringen. Wir brauchen ein neues Betriebssystem, wenn wir wirklich auf dieser Erde unsere Zukunft neu gestalten wollen. Ein neues Betriebssystem. Vielleicht sogar auch neue Softwareprogramme, Softwarepakete zwischen unseren beiden Ohren. Freund, bereits im 2. Korinther Kapitel 10 steht kerzengerad, wir müssen alte Gedankengebäude niederreißen, damit neue Gedankengebäude, Softwareprogramme in unserem Hirn aufgebaut werden können, die dann zu positiven Auswirkungen führen. Vielleicht lesen wir mal aus dem 2. Korinther, du weißt, die Bibel hat auf jedes Problem, das es auf dieser Erde gibt, die richtige Antwort. Das heißt ja nicht umsonst Antwort. Das heißt ja nicht Antwort. Bildzeitung oder Anspiegel. Es das heißt Antwort, kommt aus dem Wort Gottes die Antwort. Und es ist unsere Verantwortung, Antwort zu geben den Menschen von heute auf die Herausforderungen, die sie heute haben. Es ist unsere Verantwortung. Das müssen wir einfach registrieren. Vielleicht steht im 2. Korinther Kapitel 10. Vielleicht gehörst du zu denen immer noch, die glauben, die Bibel braucht kein Mensch. Freund, in der Bibel stehen all die Antworten, die ein Mensch jemals brauchen wird. Das hat überhaupt nichts mit Religion zu tun. Das ist die Gebrauchsanleitung, die Gott uns gegeben hat, um auf dieser Erde ein erfülltes Leben zu leben. Gehen wir zum 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3. Wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch. Aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Hör jetzt gut zu, mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Wir sind entschlossen, sage mal entschlossen, allen Ungehorsam zu strafen, um gehorsam zu werden, den Spielregeln, die Gott eingesetzt hat.
Freund, wir haben in der Welt Gedankengebäude aufgebaut, die nicht mehr funktionieren. Vielleicht haben sie einmal zum Teil funktioniert, aber es waren nie die besten Gedankengebäude, die es gegeben hätte, weil wir uns nach allen möglichen weltlichen Dingen orientiert haben und Gott nicht um Rat gefragt haben. Wir haben ja die Möglichkeit, jeden Tag neu zu beginnen, oder nicht? Wir müssen einfach unser Denken erneuern. Unser Denken erneuern. Gehen wir zum Römer Kapitel 10. Wie ich vor 13 Jahren die Umdenkakademie gegründet habe, habe ich Gott gefragt, auf welche Bibelstelle soll ich denn das Ganze gründen? Und da steht im Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Angesichts des Erbarmens Gottes, angesichts dieser großen Geschenke, die Gott für uns bereitet hat, ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Ein Gottesdienst ist nicht etwas, was in einem Gebäude stattfindet. Gottesdienst heißt, ich diene mit meinen Talenten und Fähigkeiten, die er mir gegeben hat, mit meiner göttlichen Gesundheit, die er mir geschenkt hat, diene ich Gott, damit er die Menschen wieder aufbauen und stärken kann. Wir geben uns einfach hin. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht, Vers 2, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Freund, da steht's doch. Wenn du wissen möchtest, was gut und vollkommen ist, was Gott gefällig ist, was seinem Willen entspricht, wenn du die Dinge prüfen können möchtest, ob die Sache passt und richtig ist für dich, dann müssen wir unser Denken erneuern. Das ist das, was wir in der Umdenkakademie seit 13 Jahren tun, für Tausende von Menschen. Weißt, das Weltsystem ist nämlich gerade dabei, zusammenzubrechen. Für den Fall, dass du das noch nicht so wirklich erkannt hast, es gibt bereits einen Zusammenbruch. Da braucht man kein Prophet sein, um das zu sehen und um das zu verstehen. Es bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Wir stehen als Menschen derzeit vor einer Weggabelung, wo wir uns entscheiden müssen. Zum Beispiel, gehen wir rechts oder gehen wir links? Und ich meine das nicht politisch jetzt, aber es steht eine Weggabelung. Was das für uns alle, wir stehen alle vor einer Weggabelung. Mit welchem Betriebssystem wollen wir in die Zukunft gehen? Wes Geistes Kind wollen wir sein in der Zukunft? Mit welchen Lieferanten vom Betriebssystem wollen wir arbeiten? Wir brauchen ganz einfach neue Betonungen für eine neue Zukunft. Nicht die alten Mantras immer wieder wiederholen und uns wundern, warum die Sache nicht mehr so funktioniert, wie wir es früher gemacht haben. Freunde, wir müssen umdenken, neues Betriebssystem implementieren, neue Softwareprogramme aufbauen, Gedankengebäude aufbauen in unserem Hirn, die der heutigen Zeit entsprechen und den Spielregeln, die Gott eingerichtet hat, entsprechen. Weißt, ich muss einfach wissen, was ist für mich jetzt oder für dich jetzt eine persönliche Problemlösung, und zwar jetzt, nicht was ist früher gewesen, was hat früher funktioniert, wie hat man früher gedacht, das zählt momentan nicht. Es geht darum, was braucht ich spezifisch, du spezifisch jetzt, als die richtige Problemlösung, die richtige Weggabelungsentscheidung. Vielleicht sind alte Gewohnheiten, die du unbewusst lebst, aber in der heutigen Zeit dich in die falsche Richtung führen. Gewohnheiten, die du gar nicht mitkriegst, dass du die hast. Verstehst du, die falschen Samenkörner in deinem Hosensack, die dir hinausfallen und du kriegst es gar nicht mit. Auf den Ackerboden des Lebens, und der Ackerboden bringt Dinge dann hervor, die du dir nicht gewünscht hast. Die vielleicht alten Gewohnheiten, die uns in die falsche Richtung führen, müssen wir mal überprüfen. Was heute heilt dich denn derzeit zurück, eine klare Entscheidung zu treffen? Alles beginnt mit einer klaren Entscheidung. Wenn du keine Entscheidung triffst, ja Welt, dann bist du auf allmöglichen Kirtag unterwegs. Entscheidung heißt auch, ich hebe eine Scheidung auf. Also ich bin momentan vielleicht getrennt, vom richtigen Betriebssystem getrennt. Treffe Entscheidung.
Ich hebe eine Entscheidung auf und arbeite mit dem richtigen Betriebssystem weiter. Was siehst du denn derzeit für deine Zukunft? Was ist deine Perspektive für dein künftiges Leben? Gute Fragen, die man sich selber stellen soll, jeden Tag aufs Neue, immer wieder damit beschäftigen soll. Wo gehe ich hin? Stimmt überhaupt die Richtung, in die ich gehe? Nicht irgendwelche Ziele setzen und dann kommst du drauf, kommst du an, wo du gar nicht hin wolltest. Wer kann dir dabei helfen, beim Erneuern deines Denkens, beim Umdenken helfen? Die Frage ist eine gute Frage. Wer kann dir helfen, neue Wege zu gehen, die dich auf eine neue Ebene führen, auf eine neue Ebene führen? Moving up higher, hinauf geht es, nicht ständig hinunter, bis du nicht mehr weißt, wo du bist, so tief bist du im Tal. Wer kann dir dabei helfen, neue Wege zu gehen, die dich auf eine neue Ebene führen? Über den Dingen stehend und nicht unter den Umständen herumkrebsen und sich mit Jammern und wehleidig sein und meckern und kritisieren das Leben vergeuden. Du kommst nirgends hin. Freund, nächsten Montag reden wir über 20 weit verbreitete Gewohnheiten, die dich davon abhalten, ohne es zu wissen, die dich davon abhalten, dort anzukommen, wo du gerne ankommen möchtest. Wenn du mal weißt, was dich abhält von dem, was du gerne erreichen möchtest, dann ist es so einfach, dann kann ich eine Entscheidung treffen und das einfach abhaken in meinem Leben. Verstehst du, es gibt so viele Möglichkeiten in der heutigen Zeit. Die Kernsache ist, wir müssen umdenken. Wir brauchen ein neues Betriebssystem. Wir brauchen neue Softwareprogramme zwischen unseren beiden Ohren. Wir haben eine neue Zeit. Wir haben 2021 noch zwei Angebote für dich. Zum Beispiel die Grundausbildung zum Menschenspezialisten. Ist im November ein dreitägiges Seminar dafür. Oder die Umdenktrainer-Ausbildung bzw. Lizenzierung, wenn du gerne selbst die Botschaft weitergeben möchtest zu deinen Mitarbeitern oder anderen Menschen, die Firmen, denen du gerne was Gutes bringen möchtest. Wir haben so viele Möglichkeiten, mein Freund. Wir müssen uns bewusst werden, wo wir hängen. Wo hängst du noch? Triff eine klare Entscheidung. Geh vorwärts. Wir laden dich gerne ein, mit uns den Weg zu gehen. Schreib mir einfach einmal ein E-Mail und ich rede gerne mit dir darüber. Ich wünsche dir eine herrliche, gute Woche und viel Freude und viel Erfolg. Bis zum nächsten Montag.